Liebe Zuschauer, willkommen zu diesem Spiel heute Abend. Das Wetter könnte kaum besser sein. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden das Ganze wie gewohnt für Sie daheim kommentieren. Und wir freuen uns heute auf ein interessantes Rückspiel. Es ist ein Spiel zwischen zwei absoluten Spitzenteams, die sich heute mit Sicherheit eine Menge vorgenommen haben. Deutlicher Sieg der Gäste im Hinspiel. Und das deutet hier natürlich schon so ein wenig in die Richtung, dass sie erneut auftrumpfen können. Und das Spiel läuft. Jetzt ist die Kugel weg. Ist hier immer noch am Ball. Gefährlich jetzt. Den Ball hält er fest. Gute Aktion. Und da ist der Ball wieder weg. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Da ist die Flanke ins Zentrum. Was für eine Technik mit diesem Volley macht er da das Tor. Das ist natürlich eine überragende Szene. Wir sehen nochmal dieses Tor. Da ist die Flanke und dann macht er alles richtig. Harter Schuss aus der Halbdistanz. Besser kannst du das Ding nicht verwerfen. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Es geht weiter, neuer Spielstand in Addition, 5-0. Ballverlust. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. Zu lang. Buschi, kein Tor, aber das wäre ein sehenswerter Treffer gewesen. Vielleicht hat er sogar ein bisschen zu viel Kraft reingelegt in diesen Schuss. Abgepfiffen, es gibt den Freistoß. Nee, keine echte Gefahr bei diesem Kopfball. Ich weiß nicht, da muss er schon mehr rausmachen, das ist doch harmlos. Auf außen ist jetzt Platz. Da kommt die Hereingabe. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Jetzt vielleicht. Der ist noch heiß.
Das war kein guter Kopfball. Klar, aber da müssen wir auch mal die Abwehr loben, Buschi. Ja, das machen sie richtig gut. Sind dicht an ihm dran. Den konnte er kaum besser machen. Etwas zu weit, dieses Zuspiel. Ball wird wohl beim Keeper landen. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Im eigenen Strafraum geht er da recht rustikal zur Sache, aber der Schiri deutet an, weiterspielen. Oh, da ist er durch. Und jetzt die Chance. Das hätte gefährlich werden können. Gute Aktion. Jetzt ist Platz für den Konter. Und da wird die Nachspielzeit angezeigt. Oh, das könnte was werden. Per Lupfer! Was für ein Tor! Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter und dann macht er das geschickt, setzt den Lupfer genau im richtigen Moment. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Nach 45 Minuten steht es hier 1:1. Da können wir gespannt sein, was in Durchgang 2 noch passiert. Der Anstoß ist erfolgt. Die zweite Hälfte läuft. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Das ist natürlich ein guter Pass. Da ist jetzt Platz. Knapp. Ja, bei so einem Ding musst du natürlich auch ein bisschen Glück haben. Hat leider gefehlt. Guter Ball nach draußen. Ball ist jetzt wieder weg. Schöner Pass. Da müssen sie aufpassen. Gut dazwischen gegangen. Im eigenen 16er. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Jetzt die Chance. Guter Versuch aus der Distanz. Da hat nicht viel gefehlt. Ah, da hätte das Tor fallen können. Das wäre ein Kandidat für das Tor des Monats gewesen. Was für ein Distanzschuss. Ein satter Distanzschuss. Sauber vom Ball getrennt hier. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Ball ist wieder weg. Ja, mit viel Übersicht.
Da zieht er ab. Ball erstmal aus der Gefahrenzone. Ecke. Jetzt kommt die Ecke. Erstmal geklärt. Da kommt die Flanke. Können Sie jetzt klären? Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Oh, jetzt werden sie wechseln. Ahmed Çalık. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Da kommt der Schuss. Er kommt an den Ball per Hechtsprung. Klasse gemacht. Da hat er gar nichts anbrennen lassen. Und das macht ihn als Keeper so stark, dass er solche Szenen liest. Ecke kommt. Ja, sie können erstmal klären. Abwehr klebt an ihm, aber dennoch gute Ballannahme. 8 Minuten jetzt noch. Ja, da ist Platz jetzt. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Er kann es machen. Muss Einwurf geben. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Was packt der Unparteiische drauf? 2 Minuten. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Die Gelegenheit. Was für ein Tor! Wir sehen nochmal die Wiederholung des Treffers und wir sehen es. Kurzes Eck, Torwart-Ecke. Also da wird der Keeper sich 2, 3 Fragen gefallen lassen müssen. Der Schiri beendet dieses Rückspiel und damit haben sie es hier geschafft. Sie sind weiter. Gratulation zum Weiterkommen. Jetzt darf man die nächsten Aufgaben in Angriff nehmen. Aber ich glaube, eine richtige Bewährungsprobe war das in diesem Duell noch nicht. Da kommen noch ganz andere Kaliber. Ich glaube, er war heute einer der besten Spieler seiner Mannschaft. Wie siehst du das? Er macht sein Tor, holt den Sieg. Ein rundum gelungener Auftritt. Ich glaube, genauso hat er sich das vorgestellt. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Da ist die Flanke ins Zentrum. Was für eine Technik mit diesem Volley macht er da das Tor. Das ist natürlich eine überragende Szene. Drüber Buschi, kein Tor. Aber das wäre ein sehenswerter Treffer gewesen. Vielleicht hat er sogar ein bisschen zu viel Kraft reingelegt in diesen Schuss. Nee, nee,
nee, keine echte Gefahr bei diesem Kopfball. Ich weiß nicht, da muss er schon mehr rausmachen. Das ist doch harmlos. Der ist noch heiß. Das war kein guter Kopfball. Klar, aber da müssen wir auch mal die Abwehr loben, Buschi. Ja, das machen sie richtig gut. Sind dicht an ihm dran. Den Kontakt. Oh, das könnte was werden. Per Lupfer! Was für ein Tor! Knapp. Ja, bei so einem Ding musst du natürlich auch ein bisschen Glück haben. Hat leider gefehlt. Jetzt die Chance. Guter Versuch aus der Distanz. Da hat nicht viel gefehlt. Ah, da hätte das Tor fallen können. Das wäre ein Kandidat für... Da kommt der Schuss. Er kommt an den Ball per Hechtsprung. Klasse gemacht. Da hat er gar nichts anbrennen lassen. Und das macht... Das sieht durchaus vielversprechend aus. Die Gelegenheit. Was für ein Tor!